Hier übt sich ein weiterer Virtuose in der hohen Kunst der Glasmusik. Peter Spatina auf seiner Glasharfe. Die Glasharfenmusik mache ich seit 15 Jahren. Das Instrument habe ich selber gebaut, heißt, das nennt man Glasharfe. Das ist eine selbstgebaute Glasharfe. Und ich habe 33 Gläser, die sind mit Wasser aufgefüllt, mit der Spritze angestimmt und drauf kann man halt spielen. Petr Spatina, Sohn einer Bauernfamilie aus Tschechien, hat über Akkordeon und Klavier den Weg zur Glasmusik gefunden, auf die er sich letztendlich spezialisiert hat. Sein Musikrepertoire reicht von Klassik über Folk bis hin zur Popmusik. Ich kann natürlich auch mit der Temperatur, zum Beispiel wenn es ein bisschen kälter ist oder wärmer, der Klang von dem Glas ändert sich unregelmäßig. Und ich kann mit dem Wasser das Instrument genauso einstimmen, wie ich will. Wenn ich zum Beispiel mit einer Trompete spiele, die ein bisschen verstimmt ist, dann ich kann das Ganze so ein bisschen runter zum Beispiel oder hoch ein bisschen einstimmen, damit das alles funktioniert.